Facebook hat bis zu 150 Accounts von Querdenkern gesperrt. Die einen feiern das, die anderen sehen einen Anschlag gegen die Meinungsfreiheit. Betrachten wir die Sache zunächst einmal rein juristisch. Die erste Frage ist, darf Facebook überhaupt solche Sachen machen, Accounts sperren? Die einen sagen, na klar, das ist ja das Hausrecht, das virtuelle Hausrecht eines privaten Unternehmens. Der Bundesgerichtshof hat diese Frage geklärt. Und zwar grundsätzlich mit der Antwort, ja, es gibt ein virtuelles Hausrecht, man darf auch Dinge sperren, die nicht gegen gesetzliche Regelungen verstoßen. Denn hier könnte es genauso sein, dass die Verbreitung von Falschnachrichten nicht illegal ist, trotzdem aber Facebook aktiv geworden ist. Der Bundesgerichtshof hat aber auch gesagt, dass zum Schutze der Meinungsfreiheit bestimmte rechtsstaatliche Mindeststandards gelten müssen. Facebook muss, und zwar schon in seinen Gemeinschaftsstandards, dafür Sorge tragen, dass nicht einfach willkürlich gesperrt wird, sondern dass der User vor einer Sperrung seines Accounts die Möglichkeit hat, angehört zu werden, sich zu äußern und dass diese Entscheidungen überprüft werden. Ob das hier der Fall war, wissen wir nicht. Es kann sein, dass das noch gerichtlich überprüft wird und es kann durchaus passieren, dass da ein Ergebnis rauskommt, dass eben die Meinungsfreiheit verletzt wurde. Also insofern, denkbar ist das. Die zweite Frage, die ich viel spannender finde, ist, muss Facebook solche Sachen entfernen und warum gibt es nicht ein solches Verbot? Ich habe die Antwort vorweggenommen. Falschnachrichten sind in Deutschland, wenn sie nicht Menschen betreffen, wenn sie nicht Menschen verleumden oder Volksverhetzung beinhalten, legal. Ich darf verbreiten die Information, die Behauptung, dass geimpfte Personen schädliche Strahlen absondern und dass wir Kinder dadurch schützen müssen, indem wir ihnen Chlortropfen verabreichen. Die übergeben sich zwar dann sofort, aber das sei nützlich. Solche Nachrichten wurden auf Telegram-Kanälen verbreitet und natürlich wurden sie nicht entfernt. Und sie müssen nicht entfernt werden. Diese Frage ist empörend an mich herangetragen worden, aber tatsächlich haben wir kein Verbot, keine Regulierung, keine Löschungspflicht für Falschnachrichten. Sollten wir eine solche haben? Ich denke ja, aber das ist eine rechtspolitische Fragestellung. Man sollte nicht jede Lüge verbieten, aber wir sollten es klären, welche Falschnachrichten entfernt werden dürfen und müssen. Denn im Augenblick überlassen wir es den Plattformbetreibern. Und das ist ein Argument, was eigentlich von den Regulierungsgegnern kommt. Diejenigen, die gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz waren, die dagegen waren, dass Facebook Falschnachrichten, die rechtswidrig waren oder Hassbotschaften löschen müssen, haben immer gesagt, wir dürfen es nicht den Plattformbetreibern überlassen, zu entscheiden, was legal und was illegal ist. Und was sehen wir jetzt? Naja, sie machen es trotzdem oder gerade weil es keine Regulierung gibt. Nochmal zurück, als es um Hassbotschaften ging, da hatten wir einen rechtlichen Rahmen, bitte rechtswidrige Sachen entfernen, finde heraus, was rechtswidrig ist. Dort, wo es keinen solchen Rahmen, keine Löschungsverpflichtungen gibt, bilden sich die Netzwerke ihre eigenen Regeln und entscheiden geradezu willkürlich oder mit gut abgestimmten Regeln, was sie entfernen wollen und was sie stehen lassen wollen. Und das ist meines Erachtens verbesserungswürdig. Ich finde es besser, wenn der Staat die Regeln festlegen sollte, wann und in welcher Intensität ein Verstoß dazu führen soll, dass ein Inhalt entfernt oder gar ein Account gelöscht werden kann. Warum haben wir das bisher nicht getan? Fake News ist schon im letzten Bundestagswahlkampf ein großes Thema gewesen. Donald Trump war gerade gewählt worden und die Politiker hatten gemerkt, dass die Einschläge immer näher kamen. Damals war dann der Ruf zunächst einmal, Hasskriminalität zu bekämpfen, aber das Thema Fake News war schon akut. Und alle Parteien haben sich dazu auch positioniert und tatsächlich hat die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode einen kleinen Vorstoß gemacht mit einer Bundeszentrale für digitale Aufklärung, die Staatsministerin für Digitalisierung hat da eine Podiumsdiskussion abgehandelt, eine Website gestartet und sie wieder eingestellt. Das Thema ist im Sande verlaufen. Ja, es gab ein wenig Kritik, aber man kann jetzt nicht sagen, dass das sozusagen durch einen Shitstorm beseitigt worden ist. Es gab dann einfach andere Themen, die mehr in der Diskussion oder im Fokus standen und das Thema Fake News ist in den Hintergrund geraten. Und das ist schade, weil eigentlich der politische Wille vorhanden war, aber es eben nicht umgesetzt wurde. Für die nächste Bundestagswahl steht das Thema wieder auf den Programmen und ich hatte dazu ein Video gemacht, wer sich dazu tatsächlich bekannt hat. Viele Parteien lassen lieber die Finger von dem Thema und überlassen es den Plattformbetreibern. Das ist ein wenig widersprüchlich zu sagen, wir sollten es nicht denen überlassen, aber sich dann zu weigern, Regeln aufzustellen, was natürlich dazu führt, dass die Plattformbetreiber es beliebig entfernen. Jetzt kann man in diesem Fall sagen, oh, es trifft die Querdenker, die richtigen oder die falschen. Man wird sich genauer betrachten, wer da eigentlich gelöscht wurde und wer nicht.
Und dann sollten wir die Diskussion führen, ob wir nicht tatsächlich Regeln schaffen. Ich bin nicht dafür, dass wir Lügen verbieten. Ich bin nicht dafür, dass wir jede Tatsache gerichtlich überprüfen. Aber es gibt eben tatsächlich Fälle, wo eine so schädliche Wirkung von einer eindeutig falschen Tatsachenbehauptung ausgeht, dass es geboten erscheint, dort mit rechtlichen Mitteln vorzugehen.